So, meine Freunde, nach diesem schönen Gespiele sind wir jetzt hier zum Let's Play Pokémon Platin, zum Legi Special. Ja, also wie ihr bestimmt schon gemerkt habt, ist der Ton gerade aus. So, schon besser. Wie ihr bestimmt schon gemerkt habt, wir kommen erst weiter, wenn wir den ganzen Pokédex vervollständigt haben. Ich habe überlegt, ich könnte natürlich das alles offscreen machen und euch dann hier schon weiterbringen, aber ich kann euch auch die ganzen Legis, die ich jetzt hier so für den 200 Pokémon brauche, 200 sind es, glaube ich, oder ein paar mehr, kann auch sein, aber für die, die wir auf jeden Fall brauchen, kann ich es euch nochmal schnell zeigen. Die Wege dahin speede ich und die Kämpfe, die zeige ich dann. Wenn die zu lang dauern, tue ich auch ein bisschen speeden, aber das werde ich noch sehen. Ich denke mal aber, dass ich das nicht machen werde. Und wie ihr seht, fangen wir jetzt erstmal an mit Vesprit. Jetzt haben wir jetzt einen Pokédex-Eintrag bekommen. Und tschüss. Zump! Vesprit ist irgendwo hingeflogen. Kauha, das war doch Vesprit. Oder etwa nicht? Du hast alles getan, was ich dir an der Bibliothek von Fleetwood aufgetragen habe. Ich bat dich, Daten über das Pokémon aus dem See zu sammeln. Leider gaben die Daten keine Antwort auf das Geheimnis der Entwicklung. Ich weiß immer noch nicht, warum nur bestimmte Pokémon davon betroffen sind. Im Endeffekt wurde das Geheimnis nur noch mysteriöser. Aber mysteriöser ist mein Metier. Der Wissenschaftler in mir freut sich. Gaua, warum suchst du nicht nach Vesprit? Es schien mir, als ob es mit dir spielen wollte. Mit dem Pokédex-Zubehörlandkarte sollst du die Bewegung dieses Pokémon nachvollziehen können. Nur zu, Gaua, bestimmt begegnest du vielen Pokémon und Leuten. Diese Begegnungen werden dich auf ihre eigene Weise voranbringen. Ich hoffe, die Erfahrungen werden dir gefallen. Alles Gute, Gaua. Ja, ich würde einfach mal sagen, jetzt seht ihr mal wieder eine schöne Cut, also keine Cut-Sequenz, sondern eher so eine Speed-Sequenz. Und wir sehen uns dann gleich bei... keine Ahnung, welches das nächste ist. Tut bei Selfe. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder. Und ich habe schon wieder den Ton nicht an. Ich muss immer auf Pause drücken und dann vergesse ich wieder anzumachen. Okay, also wir sind jetzt bereit. Ah nein, das ist Turbutz. Ich habe gedacht, Selfe wäre hier. Egal, dann kämpfe ich jetzt gegen Turbutz. Da 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 da. Boom. Also wenn wir es nicht schaffen zu fangen, ist es halt besiegt. Ich werde jetzt nicht unbedingt versuchen, die auf Zwang zu fangen. Wäre zwar ganz geil, aber wenn sie besiegt sind, sind sie besiegt. Oder was ja was, ich mache einen Safe. Save für Part 77. Mache ich kurz den Save. Jetzt habe ich gesaved. So, jetzt. Wenn wir jetzt verlieren, können wir immer von neu starten. Okay, dann setzen wir. Ja, Dunkelklaue wird wahrscheinlich. Nein, Dunkel. Ach, sorry, ich wollte Dunkelklaue einsetzen. Okay. Ja, das wäre jetzt wahrscheinlich etwas dumm, was ich gemacht habe, aber egal. Jetzt erstmal Surfer. Arm. Oh, ich habe den Flottball vergessen. Wow. Egal, vielleicht nutzt der Flottball jetzt eher noch was. Hoffe ich. Boom. Flottball! Showtime! Da, 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 als... schade. Sehr schade. Okay, okay. Ränkenschmied, ja, mach das. Was mache ich denn jetzt? Ja, wenn ich jetzt irgendwie... also, noch ein Surfer wird ihn definitiv umbringen. Fast gerade auch Senkopfstoß könnte ihn wahrscheinlich nicht umbringen. Weil Psycho und so, das macht eigentlich nicht so viel Schaden, eigentlich. Hoffe ich. Wow! Das war doch jetzt ein Critical, oder? Das war ziemlich viel Schaden. Okay, das macht guten Schaden. Nochmal und denk. Sehr, sehr gut. Können wir noch ein paar Runden überleben. Und Senkopf. Reckt nicht mit. Ja, nochmal sehr, sehr gute Treffer, oder? Ja, sehr gut. Bam! Sehr gut, schwacher Bereich. Und jetzt werden Pokémon geworfen. Wie wär's mit einem Finsterball? Der könnte doch ein bisschen was machen, oder? Da, 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 da. Ja, jetzt haben wir hier noch roten Bereich. 1, 2, 3. Nein! Ganze drei Mal gewackelt. Das hätte fast geklappt. Wäre jetzt die Erholung ein. Hätte jetzt Erholung eingesetzt. Mann, 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 Mann. Spezialangriff von Turbutz? Irgendwas. Ja, das war's für Duckface. Duckface ist down. Ja, natürlich setzen wir noch eins ein. Als nächstes darf dann Freezy an die Reihe. Da kann er nämlich lange Attacken einsetzen. Schon mal sehr lange. Weitel, und nochmal, vielleicht geht der Finsterball jetzt
Wäre ganz cool, wenn es jetzt klappt. Und er wetten jetzt müssen nur ein oder zweimal. Das werde ich jetzt. Nicht mal einmal. Das war jetzt klar. Das war so klar jetzt. Oh, Aufruhr. Renkenschmied, sehr Aufruhr. Und Sternschauer. Alter, was hat der denn für ein scheiß Moveset? Ist ja richtig verkackt. Hyperball, was macht der denn? Ist der besser oder macht jetzt mehr? Wäre ganz praktisch. Ah, nein. Er macht gar nichts. Ah, ich habe jetzt, glaube ich, nicht mal eine Attacke dabei, die ihn irgendwie paralysieren würde oder sowas. Ach, Mann. Das ist doch scheiße. Hyperball. Komm schon. 1, 2, 3. Und ja! Okay, Turbut ist drin. Nummer 1 ist schon mal gefangen von 3. Aber das dritte, also Westbrit werden wir nicht fangen. Das sage ich euch. Wir haben nur den Eintrag gebraucht. Ja, Nummer 1 ist gefangen. Sehr nice. Sehr nice. Nein, wir geben ihm keinen Spitznamen. Diesmal nicht. Das sind Legis. Ich brauche keinen. Okay, wir sehen uns dann nach dem nächsten Speedteil wieder. Bis gleich. So, und nun die letzte Hürde. Jetzt kommt noch das Wissen des das wissende Wesen. Fühlende, mutige oder starke und jetzt das wissende Wesen. Das Einzige, was uns jetzt wirklich eine Herausforderung bieten kann, weil das auch das Einzige ist, bei dem ich immer riesen Probleme hatte. Aber mal sehen, was ist jetzt... Ah, ich habe nicht geheilt, jetzt ist Enteron nicht da, ne? Fuck, jetzt ist Enteron down. Scheiße. Das ist scheiße. Egal, dann probiere ich mal ein Floatball. Floatball, los geht's. Showtime. Und komm schon, vielleicht helft uns ja dieser Floatball. Aber vielleicht hilft uns ja der Floatball schon mal. 1, 2, 3. Aha! Jetzt. Nee. Den Scheiß glaube ich jetzt nicht. Ich habe stundenlang damit verbracht, gegen dieses scheiß Pokémon zu kämpfen. Stunden über Stunden habe ich damit verbracht. Hyperbälle über Hyperbälle und was weiß ich was. Und dann reicht mir so ein scheiß Floatball. Das ist doch nicht wahr. Ja, das ist doch jetzt echt nicht wahr. Das ist doch jetzt... Oh mein Gott, nein. Alter, okay. Sorry, Leute, aber das schockt mich jetzt ein bisschen. Das ist jetzt echt krank. So, erzählt uns jetzt irgendwas. So, Hacker, warte, bevor er mir das erzählt, scheint... Ja, das interessiert mich gerade noch nicht. Das machen wir jetzt ja auch in diesem Part, dass wir erst wissen, ob wir jetzt alle Pokémon voll haben. Ah, du kommst in deinen Fortschritt im Bockball zeigen. Ha, du hast 207 Pokémon begegnet. Schon bald hast du alle gesehen. Wo kriege ich den Eintrag von Fiona her? Also, warte. Müssen jetzt mal runter. Ja, das kann einen Moment kurz dauern. Jetzt habt ihr bestimmt mal das Bienen schon gesehen. Ich habe einen zweiten Mal schon geguckt, weil ich mir nicht sicher war, ob ich Palkia und Dialga schon hatte. Aber die habe ich auch irgendwie beide schon. Hier, jetzt haben wir die. Jetzt brauchen wir Fiona. Ne? Dann. Also wir brauchen Fiona. Wir brauchen... Rizeros brauchen wir noch. Quickel? Wir brauchen Quickel noch? Wo kriege ich denn die Quickel noch her? Okay. Dadurch, dass jetzt keine Ladies mehr, also als außer Palkia und Dialga, die mache ich dann in einem anderen Special Part. Würde ich aber mal sagen, das war's dann von diesem Part und wir sehen uns dann das nächste Mal. Der ist vielleicht heute etwas kürzer, aber der ist mit ganz viel Herz gemacht.
Deswegen sehen wir uns dann. Bis dann, euer K.O.H.